Herzlich willkommen im X-Lab. Heute gibt es ein neues Video zum Thema RA4 Positiv Direktprozess in der Kamera. Das heißt, wie kann man Fotos direkt in der analogen Kamera auf farbiges Fotopapier belichten und daraus eben farbige Positive, hier in diesem Fall 13x18, bekommen. Ich habe darüber schon ein Video gemacht und ich möchte auch hier nicht den gesamten Prozess besprechen. Aber für alle, die sich dafür interessieren oder sowas schon mal gehört haben, möchte ich heute zwei Themen dazu, zwei advanced, also fortgeschrittene Themen besprechen. Ich habe mir nämlich überlegt, im Gegensatz zu den Wetplate-Aufnahmen, wo es sehr schwierig ist, also Wetplate ist das nasse Collodion-Verfahren, was ich auch mache, auch mit dieser Kamera, das sind 13x18, negative und direkt positive Silber auf Glas oder Aluminium. Im Gegensatz zu diesem Verfahren, da kann man nämlich das Licht nicht so einfach mit einem Belichtungsmesser messen, weil die Collodion-Platten ja nur UV und Blaulicht sehen. Das heißt, die Messung mit einem Belichtungsmesser, der das gesamte sichtbare Spektrum erfasst, ist natürlich dann nicht korrekt und das kann man nicht verwenden. Ich habe mir aber gedacht, bei den RA4 Farbpositiven, da müsste das doch gehen, weil das ist ja das normale sichtbare Spektrum, was hier aufgenommen wird. Und heute zeige ich, wie ich ausprobiert habe, wie ich bei Fotos im RA4-Verfahren mit dem Belichtungsmesser meine Belichtung richtig einstellen. Das zweite Thema wird dann, da wird es ums Filtern gehen, da kommen wir dann gleich drauf. Ich bin da relativ einfach vorgegangen. Ich habe das neue RA4-Papier von Adox gekauft im Format 13x18, also 5x7 Inch, um das eben dann auch gleich in meiner Kamera zu verwenden. Und ich wollte auch testen, ob das Adox-Papier, ich habe ja bisher das Fuji-Papier verwendet, genau gleich ist. Und da stellt sich raus, es ist praktisch identisch, was die Farben anbelangt, die Entwicklungszeiten und so weiter. Also die Papiere sind relativ genau und identisch. Jetzt habe ich Teststreifen fotografiert und habe mit ungefähr 1600 Wattsekunden beleuchtet. Wir haben ja auch hier sehr niedrige ISO-Zahlen, ähnlich wie beim nassen Collodion-Verfahren. Nicht ganz so niedrig, aber doch relativ stark. Man braucht also relativ viel Licht oder sehr starke Blitzgeräte. Und ich habe dann so lange experimentiert, bis das Licht für meine Begriffe und für meine ästhetische Anforderung gepasst hat. Und dann habe ich das Licht gemessen mit dem Belichtungsmesser. Ich habe den auf ISO 3 gestellt. Kleiner geht nicht. Also die niedrigste ISO-Einstellung hier ist 3. Und ich habe die Blende von meinem Objektiv um einen Schritt abgeblendet, also von 4,5 war es, glaube ich, also ein knapper Schritt, bis 5,6. Ich wollte ein bisschen abblenden, um ein klein bisschen mehr Schärfentiefe zu bekommen und habe dann gemessen bei Blende 5,6. Und da kam raus, dass wir hier Blende 8 brauchen. Also ich habe den Blitz gemessen und der Belichtungsmesser hat mir Blende 8 angezeigt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Blende 8 für ISO 3 richtig wäre, aber das Ergebnis zeigt, dass für das Papier genau das Richtige ist. Das heißt, das Papier hat dann tatsächlich ISO 2. Jetzt muss ich aber gleich, Disclaimer, Warnung, das gilt nicht direkt für das Papier und das kann bei Ihnen auch abweichen. Ich erzähle mal warum. Wir müssen ja hinter die Linse, also ich stelle in die Kamera rein, diesen Korrekturfilter. Wir brauchen ja, das habe ich in meinem ersten Video gezeigt, wir brauchen einen Korrekturfilter, der das RA4-Papier, der den Cyanstich rausmacht. Das liegt einfach daran, ich habe das auch schon erklärt im letzten Video, dass wir Farbnegativfilme ja normalerweise auf dieses Papier vergrößern und die haben diese Orange-Maske und die muss rausgefiltert werden. Und das macht man eben mit diesen Filtern und die schlucken auch Licht. Das heißt, die tatsächliche oder relative ISO-Zahl, die Sie bekommen, hängt auch davon ab, wie dicht diese Filter sind. Wenn Sie also Filter haben, die dichter sind, dann sinkt die Empfindlichkeit noch ein bisschen. Oder wenn Sie hellere Filter bekommen, dann steigt die Empfindlichkeit. Bei mir war es jetzt genau so, dass ich bei meinem Filter und bei dem RA4-Papier ISO 2 habe. Das heißt, ich kann in Zukunft mit ISO 2 rechnen und kann meine Shootings vorbereiten. Das ist viel einfacher als bei Nassplatten, wo das nicht so einfach geht. Jetzt habe ich ja gerade die Filterung gezeigt. Die Filterung hatte ich schon erklärt, auch im letzten Video. Da geht es ja um Farbnegative, die diese Orange-Maske haben, aufgrund von technischen Farb,
Eigenschaften des Filmes. Und weil diese Maske bei den Farbnegativen orange ist, muss das Papier die Komplementärfarbe enthalten, weil das Papier ist ja ein Negativ. Wie man daraus das Positiv macht, habe ich auch im letzten Video über dieses Thema erklärt. Jetzt kommen wir aber nochmal zu diesem Negativ. Ich habe nämlich von einigen den Tipp bekommen, die haben gesagt, ja, dann mach es doch ganz einfach, dann nimm doch ein leeres Negativ, also ein Negativ, wo nichts drauf ist, also kein Bild drauf ist, sondern nur diese Orange-Maske und setz einfach diese Orange-Maske in die Kamera ein, dann hast du doch die richtige Filterung. Das ist leider nicht so einfach und das möchte ich jetzt im zweiten Teil dieses Videos erklären. Hier haben wir ein 4x5-Inch Farbnegativ ohne Bild drauf. Das ist also praktisch der Film belichtet, der Film entwickelt, ohne zu belichten. So sieht die Orange-Maske aus. Und der erste Punkt, warum diese Orange-Maske hier jetzt nicht gut wäre, um in der Kamera zu verwenden, ist ganz eindeutig. Schauen wir uns das mal an. Was ich verwendet habe, sind diese drei Filter. Man sieht diese drei Filter hier, die habe ich verwendet. Und die Orange-Maske ist demgegenüber sehr viel lichtundurchlässiger und dunkler. Das heißt, wenn ich diese Orange-Maske verwende, wir können das ja auch noch mal kurz hiermit vergleichen. Wenn ich die Orange-Maske verwende, sieht man, dann lasse ich noch viel weniger Licht durch. Das heißt, die Orange-Maske schluckt ganz viel Licht, und zwar mehr als die Filter das tun. Das ist auch normalerweise nicht das Problem, weil ja dieses RA4-Papier war ja fürs Labor gedacht. Das heißt, ich habe das zum Vergrößern und da ist es jetzt nicht so wichtig, ob ich eine Sekunde mehr belichten muss. Aber fürs Fotografieren wäre mir das zu dunkel. Ich habe es probiert, da schluckt schon wieder mindestens eine Blende. Der zweite Punkt ist, wenn ich dieses Negativ verwende, das so ungefähr schon mal in die richtige Richtung zum Filtern geht, wird man feststellen, es filtert aber nicht komplett und richtig. Warum filtert das nicht komplett und richtig? So, das liegt daran, dass man beim Vergrößern immer noch den Rot- und Gelbfilter verwendet. Also für die Korrektur braucht man Rot- und Gelbfilter. Das kann man zum Beispiel auch Vergrößerungs-Gradationsfilter verwenden fürs Labor. Und diese Rot- und Gelbfilter kombiniert ergeben Orange, also ungefähr diesen Ton. Und die Maske der Negative, die macht das Ganze nur zum großen Teil, aber nicht komplett. Warum? Ganz einfach, weil die Negative sind auch nicht alle gleich. Das heißt, wenn das Negativ jetzt auf den Punkt filtern würde und ich hätte ein Papier, das ein bisschen anders ist, oder ich hätte ein Negativ, das ein bisschen über den Punkt hinaus filtern würde, dann müsste ich ja zurückfiltern und bräuchte Cyan als Filter. Das heißt, meine Filtertasche würde sich um Cyan-Filter erweitern und ich hätte noch mehr Schwierigkeiten, den richtigen Wert zu finden, weil ich dann eben im Prinzip Orange, Gelb und Cyan mit reinbringen muss und dann noch viel mehr dran filtern und arbeiten muss. Also die Filterung selber wäre schwierig. Deswegen sind diese Orange-Masken immer etwas unter der notwendigen Filterung und man muss zusätzlich noch Gelb und Magenta dazu filtern, um den richtigen Punkt exakt einzustellen. Auf Deutsch, wenn Sie so einen Film verwenden, müssen Sie sowieso noch Gelb- und Orange-Filter dazu nehmen. Vielleicht nicht so starke, ist klar, aber dadurch wird das Ganze ja noch mal dunkler. Also ich habe festgestellt, es ist einfacher, nur mit Gelb- und Magenta-Filtern zu arbeiten. Ich habe hier zusätzlich noch einen Orange-Filter drin, das macht das Ganze einfacher. Und ich habe relativ helle Filter, die sehr viel Licht durchlassen. Also das sind übrigens auch ganz einfache Filter für LED-Lampen oder für Lichtquellen zum Filtern. Die sind sehr lichtdurchlässig und haben sehr schöne Farben. Damit kann man also wunderbar filtern. Das Ergebnis ist also, nutzen Sie Filter und nicht die Orange-Maske von Filmen. Und zum ersten Teil nochmal als Ergebnis, Sie können für RA4-Papier die Belichtung tatsächlich messen und die liegt so zwischen 1,5 und 3 ISO. Und dann können Sie Ihre Blitzgeräte oder LED-Lampen oder eben das Sonnenlicht so proportionieren, dass Sie eben mit der richtigen Belichtungszeit und der richtigen Blende schon auf den Punkt gute Ergebnisse erzielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab. Ich bin Rüdiger Schestag.